Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. So, wir müssen. Tut mir leid, Artyom. Schöne Musik. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Hören Sie meine Tonfen durch. Okay, kein Problem. Ich habe gerade die Empfindlichkeit bis hochgestellt in der Pause. Dass du es nicht bereust. Okay, auf jeden Fall sehen wir noch ich am. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Mal etwas anderes. Wie wäre es mit. Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner. Ich finde wirklich, diese Atmosphäre hier drin ist echt genial. Ich weiß gar nicht, wo zu toll ich überhaupt gerade bin. Also, wo bin ich hier gerade? Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube, ich bin echt falsch, ne? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Nein! Wie das. Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum. Mann, chill doch mal alle. Die labern alle dazwischen, dann kann man sie gar nicht sagen. Die sind hier nur alle am Labern. Oh, können wir eigentlich auch Waffen hier? So, wie viel Geld haben wir? Wir haben 10. Oh. Ja, davon können wir uns halt nichts kaufen. Aber warte mal. Hier ist schon ein Maschinengewehr. Dann müssen wir erstmal Geld finden und irgendwie. Und was Schönes davon kaufen. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Oh Mann, die labern hier alle dazwischen. Man versteht kein Wort. Atyom, wo ist deine Ausrüstung? Sieht doch nicht. Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Mehr aus, dann gehen wir erstmal zur Waffenkammer. Ach, die ist hier, ne? Und hier ist Munition. Ja, ich kaufe mir erstmal ein bisschen Munition hier. Davon auch noch mal ein bisschen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch schon wieder, ne? Darf noch ein bisschen was? So. Finde ich auch. So, jetzt können wir aber hier durch, oder? Immer noch nicht. Aber dann müssen wir jetzt nochmal hier hingehen und dann hier noch irgendwas machen. Medipack. Naja, wir haben keine Kohle. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir zur Waffenkammer und uns ausrüsten? Ach genau, wahrscheinlich hier rein. Hallo, Artyom. Wer sagt das? Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Keine Ahnung. Inkompetent. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Okay, dann her mit der Bastardpistole. Und verschafft dir auch etwas Munition. Dankeschön, immer her damit. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Dankeschön. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Dankeschön. Eine Ausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Dankeschön. Hast du noch mehr für mich, oder? Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Nein. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Bäm. 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 Schieß einfach mal die ganze Helme runter hier, oder die ganzen Dinger hier. Warte mal, der ist noch nicht ganz runter hier. Weg mit dir. Der Helm, jetzt ist er weg. Schieben wir das nachladen erstmal, ganz fix. Klick. So, jetzt schieben wir mal kurz den Topf noch runter hier. Bam. Und nochmal das Ding hier. Bam. Krasser Shit, ne? Und dann schieben wir nochmal den Schuh weg, oder was? Yeah. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Krasser Scheiß. Wir sind richtig am Schießen. Den Schuh auch nochmal weggeschossen. Jetzt können wir das ganze Glas hier hinten weg schießen. Oh, ich würde mal sagen, das lassen wir einfach mal. Oder warte mal, den Topf schießen wir weg. Fall runter, scheiß Topf. Na, also, wir brauchen auch nicht unsere ganze Munition jetzt hier verschwenden. Das lassen wir, weil man geht jetzt einfach weiter. Das verballern wir unsere ganze Munition auch hier, oder was? Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Wer weiß. Hi, wie geht es dir, Artyom? Muss ich hier überhaupt hin? Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Okay, dann ja, gehen wir einfach mal raus. Ich brauche noch irgendwie, keine Ahnung, Ausrüstung oder so. Granaten wären auch nicht schlecht. Eine Schrotflinte ist wahrscheinlich bestimmt enger Raum. Am äußeren Dachposten ist alles so gut. Bist du hier der Kommando oder? Keine Ahnung. Ach genau, wahrscheinlich. Ach genau, hier hinten. Atyom! Hierher! Beeilung! Du bewegst dein Leben echt synchron, muss ich sagen. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Jawohl. Bist du bereit?
Dann los. Wenn ich das Ding erfunden hätte. Okay. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche euch viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Hoffentlich gemütlich, nicht gefährlich. Verfolgung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Wie soll ich das Ladegerät benutzen? Warte mal, ich brauche jetzt die. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Oh, ich kann meinen Kopf um 360 Grad drehen, wuhu! Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Na, es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ja, wenn es so ein paar kaputte Lichter sind, dann geht es ja noch, ne? Weil ich mache mir trotzdem Angst, wir können unseren Kopf um 360 Grad drehen. Das macht mir echt Angst. Und wir sind unsichtbar. Scheiße, wir sind Vampir. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet, wir werden also ankommen. Leute, wir haben ein Problem. Ich bin eine fliegende Hand. Ich fliege eine fliegende Kamera mit einer Hand. Und das war's auch schon wieder. Guckt euch das an, ich bin nichts. Oh Mann, ich mag sowas nicht. Wow, ich verpasse gerade gleich eine Ratte-Headshot hier, oder was? Was? Okay, was willst Eugene, du? Hilf dem Mann. Wir sollten... Genau, Eugene. Was ist das für ein Name? Eugene? Na dann. Zack. Sie? Wer? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was geschieht mit mir? Was? Oh, mein Kopf! Artyom, was ist das? Was ist denn los? Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Was war das denn gerade? What the fuck, ey? Was ist mir denn gerade auf einen Horrortrip? War das ganze Gas, was hier auf dem Boden war? Dieser komische Nebel? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Versteckt! Was ist das denn für ein Ding?
Wie zum Teufel hat das Ding den Typen gerade getötet? Wie haben die das gemacht? Das Vieh hat den Typen nicht mal berührt, aber er ist umgefallen. Wie geht das? Okay, wir sind wieder am Bewusstsein. Und unsere Kollegen liegen immer noch bewusstlos rum. Ah, ne, gut, sie wachen langsam auf. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Was ist denn... Was zum Teufel war das gerade? Ich hab langsam echt Ängste. What the fuck? Scheiße, habt ihr das gerade gesehen? Ich bediene den Heber. Da, seht ihr die ganzen Viecher? Scheiße, Mann, weg mit dir. Reloaded. Weg mit euch hier. Weg mit euch. Scheiße, er hat einfach weggezogen gerade. Mann, weg mit dir, sage ich. Scheiße. Scheiße, 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 reloaded. X, 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 X. X, ich sag, ihr drückt doch X, wie bekloppt er hier. Na, ah, jetzt hab ich dich hier mit meinem Messer. Und yeah. Das war unnötig. Ja, gerne doch. Oh, Mann. Verpfeif dich hier, du Drecksding. Reloaded. Zack, wieder nachgeladen. Der lästige Dinger hier. Ey, ich kann Double Shot machen hier mit dem Ding. Einmal mit rechts schießen. Und einmal mit links. Wieder nachladen. Zack, und ich kann auch Double Shot machen. Also beide auf einmal wegratzen. Aber es wäre Munitionsverschwendung. Denk mir, die sag ich dir. Alter. Du taugst doch wohl in der Binde nichts mehr, oder was? Drecksding. Würde ich echt gerne machen. Na, na. Was heulst du hier rum? Du hast doch gar nichts rumzuheulen hier. Guck mal an. Guck mal, ich schieße hier doch alle Viecher weg. Du kannst doch gar nicht hier rumheulen, oder was? Wichst hier nachladen. Da kommt schon wieder nächste Ding an. Man darf hier echt nicht ganz kurz einmal nachladen, ne? Mann, hör auf zu heulen. Guck mal, da kommt schon wieder nächste Ding. Das will schon wieder mich haben. Warum wetten? Weg mit dir. Sag mal, wie bist du denn gerade ausgewählt, du Drecksing? Den kannst du aber knicken. Bei mir läuft das nicht. Na, na. Oh, da kommt schon wieder nächste Ding. Weg mit. Ah. Scheiße! Du hast aber eine ziemlich hässliche Fresse, ne? Scheiße, wir müssen doch irgendwie hinterherkommen, oder nicht? Okay, das waren noch bloß vier Stück. Also ich glaube, die vier Viecher müssen ja aber locker besiegen können. Eigentlich richtig locker, eigentlich. Kriegst du einen und hinterher. Na, hinterher. Oh, oh ne, nicht auf uns schießen! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Bitte! Gib ihm Blast! Oh, Flammenwerfer! Oh, sowas will ich auch haben! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Wer braucht das nicht, mein Lieber? Wunderschöner Flammenwerfer, ne? Schön die ganze Viecher einmal schön so abgebrannt. Richtig geiles Ding. Kapitel 2. Bourbon. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Auf dich, Junge. Junge. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich. Ich will die Munition aufheben. Auf dich. Ah genau, kümmern wir uns noch einen hinter hier. Sag mal, ist der Becher leer oder was? Achjom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwortgeier ihn umhaut. Hallo. Kamera, warum kann ich die nicht drehen? Nein. Untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Achjom. Auf deine Gesundheit. Ja genau, ich kipp mir noch einen hinter, warum nicht?
Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, wenn ich erledige. Ich hab's drauf, da. Komm nochmal. Wunderschön. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Wegen dir kann ich jetzt deinem Bier ja die Station ansehen. Mach ja auch, mach ich auch, machen wir auch. Ich hab meine Rechte. Lass mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Aber echt, ey. Da ist ein kleiner Junge, der mitten im Weg steht. Ich glaube, der will was von uns. Der steht hier echt mitten im Weg. Wir können mal, gehen mal woanders sein. Das macht mir ein bisschen Angst, das Kind. Was habt ihr hier so zu labern? Kann ich hier irgendwas machen? Nö, hier sind nur eine ganze Menge Leute, die irgendwo hin wollen. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, der Junge will irgendwas von uns. Der steht da so mitten im Weg, ne? Ich glaube, der will wirklich was von uns. Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Na, mit dem Kaufen, das wollen wir uns mal überlegen, ne? Was willst du hier? Na, Filter, Medipack, nicht unbedingt. Ich quatsch ihn noch mal an. Die haben wir unseren Magnum-Revolver, oder? Schalldämpfer. Oh, ich glaube, der wird uns doch nützen. Der dürfte... Wie auch immer. Ach, die Backen, Junge. So, wir sind gut ausgerüstet. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. So, wo war das kleine Kind? Wo war das denn da? Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Wer redet hier mit mir? Ach, der kleine Junge. Ach so, na denn. Ich wollte gerade sagen, wer sagt das gerade mit mir? So, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt mal ganz kurz die Folge, bevor wir dann weitergehen. Ich glaube, wir müssen echt hier lang, ne? Oder? Warte mal. Ja, wir müssen hier lang. Sehr gut. Da sieht man nicht all den grünen Pfeil, der nach vorne zeigt. Wir beenden mal ganz kurz die Folge. Weiter geht's natürlich in der nächsten. Bis dann. Haut rein. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.